Sitzen Sie öfter hier? Jeden Donnerstag. Seit 27 Jahren. Heute ist Mittwoch. Wissen Sie, mittwochs ist diese Bank um diese Zeit nämlich meist besetzt. Besetzt? Vielseitig interessierter Mann, Ende 60. Wünscht Bekanntschaft mit kultivierter, erfahrener Frau. Und damit Sie das verstehen, übersetze ich Ihnen das mal schnell. Ende 60 heißt Anfang 70. Und vielseitig interessiert heißt nichts weiter, als dass er sich Sex noch vorstellen kann. Da staunen Sie, was? Aha, da staunen Sie nicht. Der sieht aber gut aus. Hoffentlich geht der rein. Der hat aber keine Zeitung unterm Arm. Das Erkennungszeichen. Zeitung unterm Arm. Ja, wie immer. Da, der. Der hat eine Zeitung unterm Arm. Ja. Oh Gott, nein, der hat ja einen Hund. Ja, und? Nimm nie einen Mann mit Hund. Es dauert nicht lange, dann sagt er zu dir, hol's, bring, Sitz, Platz, auf. Hat mir nicht Stille vereinbart? Sie haben Stille vereinbart, ich nicht. Die göttliche Komödie von Dante Alighieri. Ist das lustig? Ich bin gerade in der Hölle. Wie die hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren. Hier hat man wirklich seine Ruhe. Finden Sie nicht? Doch, finde ich, wenn nicht Mittwoch wäre und die Bank nicht gegenüber vom Café Kindermann. Ich habe verstanden. Ich verbitte mir diese Einmischung in meinem Privatleben. Einmischung? Ich wäre zu Tod froh, wenn ich nicht ständig Zeuge Ihres Männerverschleißes sein müsste. Was war denn das? Sie haben mich sehr gut verstanden. Mann, müssen Sie frustriert sein. Mit Freuden gebe ich all das Gefühl, das einst meiner Mama gehörte, einer lieben Frau, die bereit ist, mit mir meine Mutter in Ehren zu halten. Kann man eine Frau, mit der man ernste Absichten hat, bei der ersten Begegnung mit den Worten begrüßen, Sie haben ja überhaupt keine Ähnlichkeit mit meiner Mutter? Und fragt, was ich trinken will. Ich sage, ein Glas Prosecco, wenn es recht ist. Am helllichten Tag? Ich meine, ich habe schon bewusst keinen Champagner verlangt. Was soll ich denn bestellen? Was Sie wollen. Meine Mama trank um diese Zeit immer einen Kakao. Aber wenn Sie lieber Alkohol. Alkohol! Ich will doch nur ein Prosecco! Ein Ungar, wie er im Buche steht. Und Florist. Ein Mensch, der Blumen zu seinem Beruf macht, kann kein schlechter Mensch sein. Er ist der erste Mann, mit dem Sie sich ein zweites Mal treffen. Und? Wie war's mit der roten Rose aus Budapest? Er spricht nur Latein. Ah! Nutzt ja nichts, muss ja weitergehen. War's so schlimm mit dem Goethe? Da springt er auf und begrüßt mich mit den Worten, ach, liebe Frau Elisabeth, Sie kommen aber ziemlich spät. Es freut mich sehr, es freut mich sehr. Ach, setzen Sie sich bitte her. Ich werde gleich dem Kellner winken. Was möchten Sie denn gerne trinken? Hab ich ein Glas Wein bestellt? Er sofort wieder, ich finde, dieses Weinglas ist doch ein bisschen klein, was? Gehe ich Ihnen auf die Nerven, dass Sie so böse Blicke werfen? Ich bin so froh, dass jemand da ist, dem ich das erzählen konnte. Ich bin so froh, dass Sie da sind. Ja, aber bei aller Liebe, würden Sie mich jetzt wieder allein lassen? Ah! Hallo, gnädige Frau. Was soll das? Was machen Sie da? Ich denke, Sie sind tot. Ich gebe zu, ich bin kaum geschminkt, aber das war eben nicht so. Ich war zuerst da. Ja, aber donnerstags, nicht mittwochs. Schluss jetzt. Ich erteile Ihnen hiermit Redeverbot für den Rest des Tages auf dieser Bank. Mein Gott, man könnte ja direkt meinen, Sie wären verheiratet. Sie kennen sich aus mit Tieren? Ja, Schlangen, Katzen, Hunde. Jeden Abend nehme ich mir eins vor. In Ihrer Wohnung? Nein, im Bett. Gestern die Frösche, heute wahrscheinlich die Pavian. Sie nehmen Frösche mit ins Bett?